Okay. Who heads the Poland office of the Friedrich Ebert Stiftung or Foundation. And before giving him the microphone, I would like to thank the Friedrich Ebert Stiftung for supporting this event, and I know you've done it repeatedly, but also for our larger event this year. And I would also like to say to you that on a broader scale, Education International does have quite a good cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, also the global office. So we enjoy their support and cooperation actually on very many projects around the world, and we appreciate it a lot. We share a lot of values. So, Roland, I'm giving it over to you as moderator to invite your panelists to the floor. So, dear colleagues, I would like to invite to our panel to Dr. Randy Weingarten, please. Yeah. Dr. Avram Rocheli, please. Herr Kosarczyk, please. And last but not least, Dietmar Nietan. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem Nachmittagspanel einladen, das englisch lautend unter dem Titel laufen wird Learning from the Experience of the Holocaust after 70 Years, Different Roles, Different Perspective, Different Consequences, Fragezeichen. So, vielleicht klappt es jetzt mit der französischen Übersetzung. Wunderbar, prima. Das muss ich immer etwas einspielen, weil es manchmal, das sind sogenannte Kaskadenübersetzungen von einer Sprache in die andere. Das dauert immer ein wenig. Nochmal herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung heute Nachmittag, zu unserer Paneldiskussion. Wir möchten uns heute Nachmittag aus den Klassenräumen hinaus bewegen und uns die Frage stellen, inwiefern 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz-Birkenau die Lehren aus dem Holocaust gezogen werden müssen, wie sie in der Gesellschaft lebendig gehalten werden sollten und wie sie insbesondere an die zukünftigen Generationen weitergereicht werden sollen. 70 Jahre sind viele Jahre. Es wurde angemerkt, dass die Zeitzeugen leider immer weniger werden. Und die Distanz uns gebietet, uns dieser so wichtigen Frage für unsere Gesellschaften immer wieder neu zu stellen und neue Antworten zu finden. Wir wollen das heute Nachmittag aus verschiedenen Perspektiven tun, weil die Kontexte in unseren Ländern durchaus unterschiedlich sind und dadurch auch die Analysen unterschiedlich ausfallen und auch zum Teil die Konsequenzen andere sein müssen. Das Schöne an diesem Panel ist, dass wir
eben so etwas abbilden können in unserer Diskussion. Unterschiedliche Biografien, Berufe, Erfahrungen, Länderhintergründe geben uns die Möglichkeit, aus diesen verschiedenen Winkeln Betrachtungen zu wagen und vor allen Dingen auch daraus zu lernen. To present ich begrüße something deshalb new auch unser Panel and ganz to learn something new. Dr. Randy Weingarten, Präsident der American Federation of Teachers, and Andrzej Kasorczyk, Director des International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust, Dr. Avraham Rocheli, Vorstandsmitglied der israelischen Lehrergewerkschaft, Histadrut Hamorim, und last but not least Dietmar Nitan, Abgeordneter des Deutschen Bundestages und Schatzmeister der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Bevor ich in die erste Fragerunde einsteige, möchte ich gern zwei persönliche Anmerkungen machen. I would like to make two personal remarks. Die Aufklärung über den Holocaust muss Bestandteil der Bildung und Erziehung der heranwachsenden Generationen immer wieder sein. Das wurde auch heute Vormittag ganz besonders deutlich in den vielen sehr bewegenden, aber auch sehr lehrreichen Beiträgen. Ich kann das selbst bestätigen aus meiner eigenen Biografie. Da wir gleich nochmal auf persönliche Motivation des eigenen Engagements eingehen wollen, möchte ich auch von mir aus mal kurz erklären, wie ich zu dieser Frage gekommen bin. Denn ich gehöre einer Generation an, die aufgewachsen ist mit der Frage an den Vater, was hast du im Krieg gemacht? Die aufgewachsen ist mit der Frage, warum reden wir nicht darüber? Die aufgewachsen ist mit der Frage, was haben wir daraus gelernt? Diese Fragen sind aber nicht von alleine entstanden. Sie hatten sehr wohl was mit meinem Elternhaus zu tun, eines Vaters, der sehr selbstkritisch über seine Jahre im Krieg reflektiert hat. Sie hatten aber auch etwas damit zu tun, was an der Schule passiert ist. Und das hatte etwas zu tun mit den 60er Jahren in Deutschland. Als mit dem Eichmann-Prozess 1961 als erstes Mal eine weit entwickelte Debatte in Deutschland einsetzte, die das Beschweigen der Schuld am Krieg und am Holocaust beendete und der von Fritz Bauer eingeleitete Auschwitz-Prozesse in Frankfurt das schiere Ausmaß des Unvorstellbaren der Bevölkerung noch mal deutlich wurde, war in einer Zeit angesiedelt, in dem der gesamte gesellschaftliche Aufbruch vorhanden war, der auch mit Willy Brandt, dem Kniefall in Warschau, vor dem Denkmal des Aufstandes im Warschauer Ghetto, seinen außenpolitischen und moralischen Impetus bekam. Dieses war Teil unserer Generation und der Aufbruchstimmung, die wir nach innen mit Frieden, nach draußen mit Frieden und nach innen mit mehr Demokratie wagen, reklamiert hatten. Und es freuten sich mit uns auch Lehrer. Es gab nicht nur rechte Lehrer, sondern es gab Lehrer, Lehrerinnen, die sich mit dieser Trend identifiziert haben. Und meine Geschichtslehrerin hat einen hohen Anteil daran, dass ich frühzeitig mich mit den Sachen auch beschäftigt habe. Eugen Kogons, der SS-Staat, bereits im Jahre 1946 geschrieben, ist ein maßgeblicher Beitrag, um zu erlernen, wie der Mechanismus des Nationalsozialismus funktioniert und gewirkt hat und wie er massenhaft die Menschen in Deutschland einbezogen hat.
Ich habe Soziologie anschließend studiert, das war der Trend der Zeit, aber auch Geschichte. Ich würde gerne die Diskussion heute Nachmittag gerne unter einem meinem, ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber Lehrer stellen, nämlich unter den Imperativ des Sozialphilosophen Theodor W. Adorno, der Folgendes gesagt hat, nämlich sein Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole und nichts Ähnliches geschehe. Erziehung nach Auschwitz, eine der Kolleginnen der GEW hat das heute schon erwähnt, ist ein Markenstein für uns, für meine Generation, in den Ende der 60er und in den 70er Jahren gewesen. Angesichts der Aufarbeitung in Deutschland, die eigentlich aus meiner Sicht zunächst erstmal einen gewissen Abschluss fand mit einer großartigen Rede unseres Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985, in dem er von der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus gesprochen hatte und das alles funktionierte, kehren wir jetzt ein in den Blick, was bedeutet das in der Zukunft, der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, für Toleranz, für Menschenrechte, für Demokratie. Was bedeutet das? Wir haben uns für heute Nachmittag drei Ansätze gewählt, die ich mit drei Fragenkomplexen gewählt, die ich auch mit meinen Panelisten besprochen habe. Zunächst erst einmal wollen wir uns beschäftigen, wie unser persönlicher Zugang zu diesem Thema ist. 70 Jahre nach dem Holocaust ist es umso notwendiger, dass Politiker, also führende Leute in Staat und Zivilgesellschaft, sich diesem Thema annehmen, ein gutes Beispiel geben und vorangeben und durch persönliche Motivation die Behandlung dieses Themas immer wieder in den Vordergrund bringen. Deshalb wollen wir ein wenig auf der persönlichen Ebene den persönlichen Zugang zum Thema Holocaust vermeiden. Der zweite Themenkomplex wird behandeln die Veränderungen bei der Behandlung des Themas in ihrem gesellschaftlichen Kontext über die Zeit. Um dann im dritten Teil abschließend den Versuch zu wagen, welche Konsequenzen müssen wir eigentlich ziehen? Welche sind die neuen Herausforderungen im steten Kampf gegen das Vergessen des Holocaust? Wenn wir auf die persönliche Motivation gehen, möchte ich gerne jetzt mit unserem Panel beginnen und Frau Dr. Weingarten mit Ihnen beginnen. Sie sind Doktor der Rechtswissenschaft, haben als Anwältin, als Schullehrerin und Universitätsdozentin gearbeitet und treten seit langem für die Rechte der Lehrerinnen und Lehrer in den USA ein. Sie sind zudem Vizepräsidentin des Jewish Labor Committee. Wie haben Sie begonnen, sich für das Thema Holocaust zu interessieren? Welche Bedeutung haben Ihr persönlicher Hintergrund und Ihr beruflicher Werdegang dabei gespielt? Thank you for the promotion to doctor. So I am a lawyer, so I guess that is a JD, but I never had the discipline to become a doctor of social sciences, but I love the promotion, so thank you. and I'm really honored to be on this panel, and thank you for that wonderful introduction of all the panel and the context and the history, so really thank you. I come to my role, and I come to this remembrance and this panel for a lot of different reasons. Number one, I grew up Jewish, and
my grandparents escaped from the Ukraine and escaped oppression. I have many members of my family that did not and were killed in any number of camps throughout Eastern Europe, or killed throughout the Holocaust. But, and then number two, I grew up with a sense of we have a profound obligation to not let the ladder of economic and educational opportunity that we all climbed be pulled up after us. We have an obligation in the, and I grew up deeply religious. The notion of obligation, the notion of tikkun olam, the notion of justice, the notion of education, every single day was rooted in me and by my parents and by my friends and others. And so that became the journey of how do you do that? Education and the labor movement. Education of children and the labor movement, whether here, whether in US or abroad, as a part of the collective, as part of the collective to create justice. Because people don't individually have justice. People don't individually have power. And so that's what brought me to this notion of how do you fight prejudice? How do you fight discrimination? How do you fight bias? You fight it in three ways. One, dialogue. Two, education. Three, not being a bystander. And that probably is, that many people are far more eloquent about it, but that has been the story of why I do this. And, you know, I spent a lot of time as a youngster reading everything I could about the Holocaust, everything, in every which way. Been to many places, but nothing prepared me for walking through Auschwitz-Birkenau yesterday. Nothing. Nothing. And then you think about how never again and never forget doesn't simply mean remember what happened, but it means how do you combat not just anti-Semitism, but anti-racism, xenophobia, dehumanization everywhere. Ganz schön Dank. Herr Kasoschek, Sie haben Pädagogik, Geschichts- und Museumswissenschaften studiert, arbeiten seit fast 20 Jahren, 18 Jahren, 20 Jahren in der Gedenkstätte und dem Museum, anfangs als Museumsführer, heute als Direktor des Internationalen Bildungszentrums. Sie sind für die Modernisierung der Didaktik mehrfach ausgezeichnet worden. Sie sind also ein Fachmann ersten Ranges auf dem Gebiet dieses schwierigen Gebietes. Wie sind Sie zum Thema Holocaust gekommen, das Sie jetzt zum Mittelpunkt Ihres Lebens gewählt haben? To pytanie bardzo blisko wiąże się z moją prywatnością i stąd tak trochę się boję odpowiedzieć na to pytanie, bo tak, po pierwsze jestem stamtąd, ja jestem spod Oświęcimia, urodziłem się, wychowałem w miejscowości pod Oświęcimiem. Już liceum, czy tam szkołę średnią naszą, kończyłem w Oświęcimiu. Codziennie jeździłem autobusem i mijałem przystanki, które znajdują się przy miejscu pamięci. Nazwy ulic w mieście Oświęcim związane są w dużej części z historią obozu. Pamięć o tym miejscu była czymś absolutnie normalnym i codziennym.
Dodatkowo polskie domy, urodziłem się w 63, są takie tradycyjne, ale też oparte o pamięć. Urodziłem się 18 lat po wojnie, kiedy już zacząłem być świadomy, to pamiętam uroczystości rodzinne, na których głównym tematem była wojna. Głównym tematem był obóz. Obóz Auschwitz. Kiedy przerywali już rozmowy o tym, co się wydarzyło, co już nas, maluchów, męczyło trochę, to śpiewali. Śpiewali o wojnie. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani? Ja bardzo wiele tych piosenek znam na pamięć. Temat wojny był ciągle obecny. Temat Auschwitz poruszał od zawsze. I pamiętam, kiedy siedziałem jeszcze na kolanach u mojej cioci, która przeglądała książkę o Auschwitz i oglądała zdjęcia, między innymi były to zdjęcia SS-manów z Auschwitz. I ona tylko tak kręciła głową i mówiła: niemożliwe, tacy normalni ludzie, takie młode chłopaki, niemożliwe. Takie słowa zapadają na całe życie albo wracają po jakimś czasie. Ja sądzę, że to, bo można by powiedzieć jeszcze wiele innych czynników, zdecydowało o tym, że miałem to szczęście i mam to szczęście tam pracować. Mówię specjalnie szczęście, ponieważ uważam, że to jest jedno z najważniejszych miejsc dla świata, nie tylko dla Europy. Te materialne ślady zbrodni, która dokonała się w latach 40-45 i to całe bogactwo związane z niematerialnym dziedzictwem, z tym, co pozostawili ocaleni, byli więźniowie w swoich świadectwach, w swoich audio i wideo nagraniach, w tym szczęściu, które miałem i mam w poznawaniu ciągle nowych osób, które przyjeżdżają, poznałem w ciągu ostatnich tych przygotowań i we wczorajszym dniu dziesiątki byłych więźniów, którzy przyjechali tutaj pierwszy raz po wyzwoleniu obozu, po 70 latach. Dyrektor Muzeum Piotr Cywiński mówił wczoraj o tym, że Auschwitz nie daje siły i nie daje, nie jest swoistym miejscem oczyszczenia. Absolutnie nie. Ale Auschwitz dał mi to, co można powiedzieć, świadomość. Świadomość tego, co się wydarzyło, ale i tego, co nam zagraża ciągle. To, co, o czym mówiła moja przedmówczyni, o tym, że wiemy, czemu mamy stawiać tamy, co rodzi zbrodnie. To może tyle o tym moim indywidualnym doświadczeniu.